Deborah Feldmann ist als Kind in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in New York aufgewachsen, in einer geschlossenen Welt voller Tabus und Verbote. Mit 23 Jahren stieg sie aus. Ihr Buch darüber wurde zu einem Bestseller. Deborah Feldmann ist diese Woche unser Gast. Hallo. Hi. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DW-Interview. Ich heiße Alexandra von Namen. Frau Feldmann, die Entscheidung, aus dieser Gemeinschaft auszubrechen, auszusteigen, hat Ihr gesamtes Leben verändert. Sind Sie heute glücklich? Ja. Sie leben in Berlin und woran liegt das, dass Sie glücklich sind? Es liegt daran, dass ich jeden Tag frei bin, meine Entscheidungen zu treffen. Also ich kann Entscheidungen über mein Leben treffen und über das Leben meines Sohnes und fühle mich nicht angeengt oder beengt, sagt man. Die Gemeinschaft, in der Sie groß geworden sind, die Satmar-Juden, sie sind streng religiös und leben abgeschottet vom Rest der Welt. Wie war es für Sie, dort als Mädchen aufzuwachsen? Im Prinzip sind Mädchen in dieser Gemeinschaft noch mehr beschränkt als die Jungs. Die dürfen nicht zum Beispiel zu aller Zeit in die Straße laufen. Die müssen sich oder in die religiöse Schule finden oder zu Hause. Und die müssen ihre Körper immer komplett bedecken. Die können nicht Sport treiben oder singen oder laut lachen oder also irgendwelche Interesse haben. Die müssen halt zu Hause bleiben. Die lernen, wie gute Hausfrau und Mutter zu werden. Und weil das ist ihr einzige Ziel und Schicksal im Leben. Und ähnlich war das auch für mich, aber was für mich interessant war, dass ich würde von meinen Großeltern erzogen, weil meine Eltern haben sich getrennt, kurz nachdem ich geboren wurde, und meine Mutter ist weg. Und deshalb haben mich meine Großeltern erzogen und die waren Holocaust-Überlebende, wie die alle Leute, die diese Gemeinschaft gegründet haben. Und die waren sehr, sehr traumatisiert und ich bin irgendwie erste Generation danach, obwohl ich sehr jung bin. Das heißt, Sie würden sagen, dass dieses Trauma des Holocaust an die nachfolgenden Generationen vererbt wurde, von Ihren Großeltern, von den Begründern dieser Gemeinschaft? Das ist besonders wahr in dieser Gemeinschaft, dass diese Traumata schon viele Generationen später noch ererbt ist. Für mich war es halt sehr extrem, weil ich davon Überlebende erzogen würde. Und das war jeden Tag ein Thema. Das war bei jeder Mahlzeit ein Thema. Das war Essen, Schlafen, Atmen. Ich wusste eigentlich von nichts anders. Und ich kann mich nicht in eine Zeit erinnern, wo mir nicht bewusst war, dass das passiert ist. Sie mussten sich natürlich auch strengen religiösen Regeln unterordnen, in dieser Gemeinschaft. Wie haben Sie das als Mädchen empfunden? Ich muss erst erklären, dass die alle religiöse Regeln waren mit diesem Thema verbunden. Das heißt, wir haben das alles gemacht aus Angst. Wir haben das getan aus Angst, dass Gott uns wieder bestrafen wird. Wir haben das getan, weil wir uns schuldig gefühlt haben, dass wir überlebt haben, dass wir noch gelebt haben. Dass Und Sie als Juden den Holocaust überlebt haben. genau, als Gruppe. Wir haben uns schuldig gefühlt und wir haben uns verantwortlich gefühlt, warum es passiert ist und dass es wieder passieren kann. Und wir wussten, dass es unsere Arbeit ist, das zu vermeiden, dass das jüdische Volk wieder bestraft wird. Und deshalb war es mehr als Religion. Es war eine Art, Coping-Mechanism auf Englisch, ja, wie man mit Traumata umgeht. Deshalb habe ich, glaube ich, als Kind schon gezweifelt, weil ich dachte, wie kann eine Religion so Sinn machen, wenn es halt nur mit Angst zu tun hat? Sie haben gesagt, Sie haben sich auch eingeengt gefühlt, schon als Mädchen. Ja, sehr jung, weil ich nicht lesen durfte, weil ich nicht Fragen stellen durfte. Und ich wusste, dass ich keine Optionen habe in die Zukunft. Ja? Ich wusste, dass ich nur eine Sache werden kann. Und ich hatte eigentlich eine sehr reiche Fantasieleben. Und das war so weit voneinander getrennt, dass ich eigentlich in zwei Welten gelebt habe und hatte zwei Persönlichkeiten auch. Ich hatte meine angebrachte Persönlichkeit, was in dieser Gemeinschaft akzeptabel war, und dann meine wahre Persönlichkeit, die ich immer verstecken musste. Das heißt, in der Gemeinschaft konnten Sie nur Mutter und Ehefrau werden und ihre Fantasiewelt. Was wollten Sie in diese Welt werden? Ich wollte Geschichten schreiben, ich wollte Bücher schreiben. Weil ich habe heimlich gelesen und ich habe mich sehr inspiriert gefühlt immer von Büchern.
und wollte eine dieser Personen werden, die die anderen mit Büchern inspirieren. Aber das war auch eine wilde Fantasie. Ich dachte niemals, dass es passieren wird. Also es war halt irgendwas, das mich manchmal in meine Langeweile beschäftigt hat, das einfach drüber nachzudenken. Oh, man wird einen Tag Schriftstellerin, aber. Und mit 17 wurden Sie verheiratet an einen Mann, den Sie kaum kannten. War das für Sie zu diesem Zeitpunkt normal oder schon etwas Furchtbares? Während ich verlobt war, war ich sehr hoffnungsvoll und glücklich, denke ich. Also, weil damals ist die schönste Zeit in das Leben einer Frau, weil man wird halt mit vielen Geschenken besorgt und es ist nonstop Aufmerksamkeit und man ist halt eine Prinzessin, ist ein Star. Und man fühlt sich natürlich wie ein Celebrity irgendwie, wie ein Promi in die Gemeinschaft. Man ist, heißt auf Jiddisch Kalamot. Man ist jemand, der heiraten wird. Und das ist, ja, da fühlt man sich schon wie auf einer Bühne. Aber dann kommt die Hochzeit und was danach folgt, ist ein Schock. Es ist auf jeden Fall ein Schock, weil man wächst in einer Gemeinschaft auf, wo der Körper sehr, sehr verachtet ist. Der Körper einer Frau ist sehr bedrohlich, ist sehr schmutzig und sehr schamhaft. Und das weiß man und das akzeptiert man. Und das, als ich 17 Jahre alt war, war das ein Fakt. War das so tief in mir gewebt, in meine Wissen und meine Selbstwahrnehmung, dass ich das nicht mehr auseinandernehmen könnte. Und dann bin ich zur Hochzeit, Unterrichte gegangen und gelernt, was ich mit meinem Körper zu tun hatte. Wenn sie verheiratet sind. Genau, und das war ein Widerspruch, dass ich nicht akzeptieren könnte. Ich könnte es wirklich nicht verdauen, ich könnte es nicht verstehen. Ich sage, das ist so ein Moment von komplett Zusammenbruch. Das geht nicht. Und wie ist es dann weitergegangen in Ihrer Ehe? Also wie man dann erwarten kann, man kommt dann in eine intime Beziehung mit einem Mann zum ersten Mal im Leben, ist man allein in einem Zimmer mit einem Mann. Und da kommen dann alle Indoktrinierung, würde ich sagen, dass man das ganze Leben erhalten hat und agiert dagegen, dass man diese Pflicht jetzt hat. Und da bricht man, ja, das ist ein Riesenstress und dann bricht man dazwischen. Und ich habe mich von meinem Körper psychisch getrennt. Das habe ich meinen Körper verlassen und bin also so geblieben für viele Jahre. Und das würde dann eine öffentliche Sache in meiner Gemeinschaft, dass ich meine Pflicht nicht vollziehen könnte. Und das würde ein Riesenstress für mich, für uns. Ich bin zum niedrigsten Punkt in meinem Leben gelangen und habe mich sehr, sehr verzweifelt gefühlt. Und war das der Zeitpunkt, zu dem Sie überlegt haben, zu fliehen, Nein. auszusteigen? Nein, weil ich war, wie Sie gesagt haben, betäubt und habe über nichts gedacht. Ich war einfach sehr verzweifelt, habe mich gefühlt, dass ich sehr nah am Ende bin. Mein Körper hat angefangen, auch auseinander zu fallen. Das heißt, es hat aufgehört, gut zu funktionieren. Ich bin krank geworden. Aber dann bin ich natürlich schwanger geworden, am Endeffekt, also nach einem Jahr. Und dass ich ein Kind dann zur Welt gebracht habe, hat mich aufgeweckt, hat mich zurück in meinen Körper gezogen. Und da bin ich plötzlich sehr klar geworden bei mir und habe einen Plan entwickelt. Ich breche nicht, ich stücke mich jetzt zusammen, ich nähe mich zusammen und ich gehe raus. Und ich schaffe das, weil das Kind das verdient hat, dann ein besseres Leben zu haben, als ich es hatte. Das heißt, Ihr Sohn war für Sie die Motivation, da auszusteigen und woanders ein neues Leben zu beginnen. Ja, Kinder geben Frauen eigentlich viel, viel Mut und viel Stärke. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das macht mich also. Das hat mich zum ersten Mal in meinem Leben glücklich gemacht, dass ich eine Frau bin. Das heißt, Sie sind dann weggezogen und haben sich von der Gemeinschaft getrennt. Es ging nicht so schnell. Ich musste einen Plan entwickeln. Ich wusste, dass ich keinen Schulabschluss hatte. Ich könnte keinen Job finden. Wenn ich keinen Job finden könnte, könnte ich keine Wohnung finden. Also ich wusste, ich muss da wirklich Problem nach Problem lösen. Trotzdem hatte ich Angst, den letzten Schritt zu wagen. Und was hat Ihnen den Schubs gegeben, den letzten Schritt doch zu wagen? Ich hatte einen Autounfall, ein ziemlich ernstes, aber ich habe es überlebt und auch ohne Verletzungen, eigentlich einwandfrei.
Und während das passiert ist, dachte ich, das ist endlich die Strafe Gottes. Jetzt werde ich gezeigt, dass ich das falsch gemacht habe und ich werde dafür bestraft, weil natürlich war diese Logik von meiner Gemeinschaft. Aber dann bin ich so, es kam zu Ende und ich bin rausgekrochen und ich war sehr verwirrt, weil es hat nicht gestimmt. Es hat trotzdem nicht gestimmt, weil ich bin nicht gestorben, deshalb ich würde nicht bestraft. Und dann habe ich es am ersten Moment nicht verstanden und dann ist mir langsam klar geworden, nein, das ist eigentlich das Gegenteil. Das hat dir jetzt gezeigt, dass du so stark bist, dass du sowas überleben kannst. Du kannst eigentlich alles überleben. Alles, wofür du Angst hattest, kannst du auch überleben, weil du jetzt das überlebt hast. Zum Schluss des DW-Interviews haben wir wie immer die drei Unvollendeten und ich würde Sie gerne bitten, diese drei Sätze für uns zu vervollständigen. Religion ist. Blöd. Sorry. Wenn mein Sohn mich nach meiner Kindheit fragt. Da spreche ich schon viel, aber da erzähle ich am meisten nur übers Essen, weil das Essen so gut war und ich koche sehr gerne, was meine Großmutter für mich gekocht habe. Frei zu sein bedeutet für mich. Ja, so frei zu sein bedeutet für mich kleine Sachen. Kleine Sachen so. So, ich kann in einen Café gehen, ich kann einen Kaffee bestellen, ich kann auf dem Fahrrad steigen und irgendwo hinfahren. Ich kann eigentlich was anziehen, was ich will. Und ich kann mit meinem Sohn irgendwo hinreisen. Ich kann halt Entscheidungen treffen. Und jede kleine Entscheidung ist riesig für mich, weil ich es erlaubt bin, weil es niemals mir erlaubt würde. Ich habe so lange gearbeitet, einfach alleine zu sein, das zu lernen. Wie kann ich das alleine schaffen? Und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen, wie kann ich das mit anderen wieder machen? Wie kann ich anderen vertrauen? Viel Erfolg dabei. Vielen Dank, Danke. Robert.